Wann sind Sie erwachsen geworden? Spät, würde ich sagen. Also in gewisser Weise war ich schon sehr früh erwachsen, politisch zum Beispiel. Aber so was das selbstständige Leben betrifft. Ich habe lange hier bei meinen Eltern gelebt, eigentlich bis zu meinem 25. Lebensjahr. Und wenn man lange bei seinen Eltern lebt und in gewisser Weise immer sozusagen abgesichert ist, emotional abgesichert ist, aber auch finanziell, dann ist man das gar nicht gewohnt, auf eigenen Beinen zu stehen. Das hat mir dann auch durchaus ein bisschen Angst gemacht, sozusagen. Wie wird das jetzt? DDR zusammengebrochen, ich wohne jetzt auch nicht mehr da, aber nach ein paar Wochen der Furcht oder der Unsicherheit hat sich das schnell gelegt, weil ich merkte, das ist alles ganz normal. Aber wenn ich das vergleiche mit meinen Kindern zum Beispiel, heute, die finde ich, sind viel schneller selbstständig und erwachsen und geworden, als ich es damals war in ihrem Alter. Sie sind außerdem wesentlich talentierter, als ich es war und bin. Also auf dem Gebiet der Musik vor allen Dingen, nicht nur dort. Und ich sag mal, ich habe bei ihnen, also die können Sachen, die ich konnte ich so nicht. Ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel mit 14 das erste Mal alleine nach Moskau geflogen. Ich bin immer mit meiner Mutter geflogen. Und da flog ich allein. Und obwohl ich alles wusste, ich kannte die ganzen Prozedere, meine Mutter brachte mich zum Flughafen, dort holten mich meine Großmutter und mein Großvater vom Flughafen ab. Es war alles einfach. Trotzdem war ich aufgeregt wie bei einer Prüfung. Ja, und ich meine, ich war damals immerhin 14 Jahre alt schon, also ich war ja kein Kind mehr, nicht? Deswegen, wenn Sie sagen, wann sind Sie erwachsen geworden, in manchen Fragen relativ spät. Und sagen wir mal, was so das Liebesleben betrifft, auch da war ich relativ spät dran. Ich hatte meine erste wirkliche Freundin, da war ich so 18 ungefähr, 18, 19. Aber auch das finde ich gar nicht schlimm. Also mich treibt das nicht um. Es ist interessant, dass Sie das fragen, weil hat mich noch nie jemand gefragt. Aber weil Sie aus Unbedarftheit, weil Sie quasi eigentlich vorher nicht Interesse an der Freundin gehabt hätten, oder war das Verlangen da, aber es ergab sich nicht? Ja, nein, letzteres natürlich. Also das Verlangen war durchaus da. Aber ich war ja, was man mir heute gar nicht mehr wahrscheinlich ansieht, ein sehr schüchterner und verklemmter Jugendlicher. Ich hatte damals sehr viele Pickel, wie viele Jugendliche das hatten. Ich traute mich kaum nach der Uhrzeit zu fragen auf der Straße. Heute rede ich in der Philharmonie vor 2000 Leuten, das macht mir gar nichts. Ich habe null Lampenfieber, gar nicht. Aber damals hatte ich Lampenfieber, also auf ein Mädchen zuzugehen und sie zu fragen, möchtest du mit mir ein Eis essen gehen oder sowas? Ich wäre wahnsinnig geworden. Also das kam gar nicht in Betracht. Ich bin in meinem ganzen Leben merkwürdigerweise meistens erobert worden. Ich habe selten selber erobert. Also das, was so viele Männer auch machen, auf Frauen zuzugehen und die dann anzusprechen in den unmöglichsten Situationen. Also jetzt bin ich sowieso verheiratet, aber das ist mir immer sehr schwer gefallen. Insofern, das war der eine Grund. Der andere Grund, ich war halt sehr lange seltsam und ich hatte dann schon Freundinnen so mit 16, 17 so, ja. Aber das ging nie sehr weit und es war immer sehr, wie soll ich sagen, es war kurz und es war nicht etwas. Meine erste wirkliche Freundin, ja, da war ich 18. Ich überlege gerade, wann das war. Ja, 18, 18 Jahre alt. Das war dann eine richtige Freundin, nicht? Und ich habe das schon vermisst. Also es war nicht so, dass ich, sagen wir mal, vorher gesagt habe, ach, ich will das gar nicht und dann bin so reingerutscht bin, da sozusagen, das war es nicht. Sondern ich habe mir das schon sehr gewünscht. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Mutter mal darüber diskutiert, die sozusagen mir sagte, dann wirst du ja sehen, also mach dir da keine Gedanken und eines Tages. Und ich sagte, ja, aber die haben alle schon eine Freundin und ich nicht und so. Meine Mutter hat mich neulich daran erinnert. Und das stimmt. Erinnere mich an das Gespräch. Also ich hätte mir das durchaus schon gewünscht. Und ich war auch sicherlich verliebt. Ich war sehr verliebt in ein Mädchen in der Schweiz. Wir fuhren ja immer ins Tessin. Und sie stammte aus Zürich und kam mit ihren Eltern auch in das gleiche Tessiner Dorf. Und die hieß Franziska. Und die war bildhübsch, schwarze Locken und sehr lustig und so. Und dann doch das Schweizerdütsch, ja, das klingt toll. Und ich habe ihr das damals nie gesagt. Ich weiß noch, im Sommer 79, jetzt fällt mir das alles ein, im Sommer 79, da war ich noch nicht ganz 14 und da waren wir da und da war sie besonders hinreißend. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und sind zum Wasserfall gegangen und haben Eis gegessen und so. Und ich führte damals schon Tagebuch und ich schreibe, also morgen werde ich es ihr sagen, dass ich in sie verliebt bin. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe ihr das nie gesagt. Und dann haben wir uns völlig aus den Augen verloren und vor etwa eineinhalb, 2 Jahren haben wir uns wieder gesehen. Da war sie hier, sieht natürlich jetzt ganz anders aus als damals, das ist ja klar, wir sind alle älter geworden. Und dann habe ich ihr das mal erzählt, wir haben furchtbar gelacht, nicht?
Aber, also verliebt war ich schon, aber meistens eben unglücklich. Bis zu meinem etwa 18. Lebensjahr.